Wenn ihr immer mal wissen wolltet, wie die Ultralinke, die Linksextremen, ihren Wahlerfolg feiern, in diesem Fall in Frankreich, dann schaut euch die Videosequenz an, die ich hier angehängt habe. Die Franzosen werden höchstwahrscheinlich damit leben müssen, dass solche Menschen in der Zukunft ihre Geschicke weiter bestimmen. Oder vielleicht wird es ja sogar noch schlimmer. Das Bundeskanzleramt, die gesamte deutsche Politik, diese linke Politik, hat ja Herrn Mélenchon gratuliert, dem Antisemiten, dem Judenhasser Mélenchon. Der wird es schon richten. Der wird auch in Kürze dann den palästinensischen Staat anerkennen. Nun gut, hier kann man unterschiedlicher Meinung sein über das, was den Palästinensern seit langer, langer Zeit widerfahren ist. Und ich werde das auch nochmal thematisieren in der Reihe, die ihr hier findet auf YouTube. Zeitreisen mit Gegengift. Denn die Palästinenser, die haben eine lange, lange Leidensgeschichte hinter sich. Diesen Leuten, denen kann man wirklich nur weiterhin Mut und Stärke wünschen. Denn was jetzt passiert dort unten in dem Teil der Welt, das ist alles andere als erfreulich. Nimmt aber nicht weg, dass man deshalb niemanden in Israel hassen sollte. Ich denke, dass die meisten Menschen dort unten das genauso schlimm finden wie du und ich, was dort Kindern widerfährt. Denn diese haben einen sehr schweren Blutzoll bezahlt bei dieser kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Hamas und zwischen den Israeli Defense Forces. Der Zivilist bleibt bei den modernen Kriegen immer auf der Strecke. Das ist dann Collateral Damage. Und wenn Herr Mélenchon sich dann so aufstellt, wie er es tut, dann hat meine liebe Tagesschau, liebe Tagesthemen mit Spezialistinnen von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dann hat nicht die Demokratie gewonnen, dann haben Leute gewonnen, die in einer Regierung überhaupt nichts zu suchen haben. Vous avez perdu, vous avez perdu. On est trop fort à gauche, on a l'amour, on a la fête, on a la joie, vous avez la haine, on est trop fort, on est trop fort. Vous avez perdu, désolé. Et c'est des racistes! Voilà, c'est tout. Je peux pas aller se faire enculer! C'est tout, c'est tout. Vous avez perdu! Vous avez perdu! Vous avez perdu! Alors, vous avez démons! On va rester en France! Nous, les Boudoulous, restons ici! On reste ici! Voilà, on va rester là, les gars! Voilà!